wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat. Was geht YouTube? Bau zu dem Scorpion ist back für euch am Start mit einem weiteren. Ey, yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem. Nee, das war's auch nicht. Servus, Leute, KS Panda ist back. Und ich darf euch mal wieder ganz. Mann, Alter, bist du behindert oder was? Yo, Leute, was geht? Willkommen zu dem 100 Abonnenten-Special. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ein dickes, fettes Dankeschön an euch alle da draußen, die ein Abonnent seid oder auch die noch Abonnenten werden. Deswegen schön mal eure Tastatur nachladen und ein dickes, fettes Abo da lassen und ein Like, denn wir kommen gleich nochmal zu dem Gewinnspiel, denn das ist auf jeden Fall wichtig dafür. So, Leute, im Hintergrund seht ihr ein Spiel auf der Map. Comeback erspielt mit der ASM1 im Herrschaftsmodus, mit Schnellfeuer, Vordergriff, unauffällig, blinder Bewacher, Ganghau, Zähigkeit, Plünderer der Drohne und dem Systemhack, meine Freunde. Deswegen lasst ein Like und ein Abo da, teilt dieses Video und sagt mir, was in den Kommentaren an den Videos ich besser machen kann und was ich bisher geil gemacht habe, denn dann könnt ihr erst an dem Gewinnspiel teilnehmen und dann werde ich über Random Generator einen von euch auswählen. Aber was es dann zu gewinnen gibt, das seht ihr auf jeden Fall am Ende des Videos. Deswegen schaut das Video bis zum Ende des Videos. Es ist auf jeden Fall ein geiles Gameplay, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Es ist ein 100 Abo Special würdig, jedenfalls für mich war es auf jeden Fall eine Sache, die ich nicht so leicht erspielt habe, denn es ist eine DNA-Bomb auf der Map. Comeback, wie gesagt, hatte ich ja schon erzählt, aber es ist im Herrschaftsmodus, wie ihr auch seht. Am Anfang habe ich gar nicht daran gedacht, dass ich das erspielen kann, aber meine Freunde, ich habe es gerissen am Ende des Tages und deswegen, okay, dachte ich mir halt, mache ich halt, ohne Schalli wohlgemerkt, ne? Deswegen, habt ihr gesehen, es war auf jeden Fall nicht so geplant, in erster Linie, dass ich das so mache, dass am Anfang vielleicht, dass ihr das am Anfang gesehen habt, das war eine kleine Hommage an alle großen YouTuber, die ich so persönlich gucke. Werde ich jetzt nicht verlinken, weil, ey, wenn ihr Call of Duty guckt, dann guckt ihr wahrscheinlich auch alle, die ich da verarscht habe, so gesehen, oder mich verarscht habe, wie dem auch sei. Juckt mich nicht, ist auf jeden Fall egal. Das auf jeden Fall mal dazu. War auf jeden Fall ein witziges Ding, denn die Story hinter dem Gameplay ist eigentlich so, das ist mein erstes Spiel wieder und es war auch nachts um eins. Deswegen, eine ganz geile Sache. Ich hatte die PlayStation schon ausgemacht und ein Kumpel schreibt mir dann so nach dem Motto, ey Paul, wie sieht's aus? Wir haben noch Clankrieg, wir brauchen noch 4 Siege, um den nächsten Platz wieder einzunehmen. In Herrschaft, zu zweit geht das deutlich schneller. Also, lass es doch mal angehen. Bin schon im Bett. Juckt mich nicht. Mach die Playse wieder an. Jolo, mein Gott, was soll's? Was kostet die Welt? Also, Playse wieder angeschmissen. Controller rausgeholt. Wohlgemerkt, der Scuff kommt erst morgen hoffentlich. Da werde ich auch nochmal ein Pack-Opening dazu machen. Pack-Opening. Unboxing. Wie auch immer. Ja, ohne Scuff er spielt, ohne Control-Wix, wie auch immer. Ganz rudimentär, dieses Gameplay, meine Freunde. Ganz rudimentär, meine Freunde. Deswegen, auf jeden Fall hat mich so krass gejuckt. Aber nochmal zu der Story zurückzukommen. Ja, und er meinte dann so, ja, ist ja schon nachts, Alter, wenn du jetzt hier ausrastest, Alter, und deine Eltern und so, und ey, dann bist ja, ey, es geht ja gar nicht, ne? Aber egal, wäre auf jeden Fall witzig, wenn du dann ausrastest, kannst ja nicht ausrasten, wenn du jetzt die GNA spielst, ne? Dann wächst ja die ganze Nachbarschaft auf. Ja, meine Freunde. Überhaupt nicht, wie ich innerlich eskaliert bin. Ich war kurz vor einem Herzinfarkt, eine meiner Pulsschlagader. Die war, wenn ich einen Puls oben gehabt hätte, das hätte auch auf jeden Fall vorgeschlagen. Alter, ich glaube, ich wäre bei Energy Level 9000, Alter. Das wäre ja nicht mehr feierlich gewesen. Ja, auf jeden Fall ein kleiner Durchhänger in diesem Spiel gab es dann irgendwann schon mal, wo ich mir dachte, Alter, das jetzt. Das kann jetzt nicht sein, dass du jetzt hier vielleicht verkackst. Aber ich habe es dann doch noch irgendwie gepackt. War auf jeden Fall ganz nice. Muss aber natürlich sagen, man braucht ein bisschen Glück, um eine DNA zu spielen. Das ist auf jeden Fall dabei. Und man braucht eine gute Lobby. Braucht man nicht drüber diskutieren. Gegen No Hands geht das nur. Gegen normale Spieler, die etwas Aim haben, das funktioniert nicht. Also ein bisschen Aim können sie ja schon haben, aber sie dürfen halt nicht die allerkrassesten Tryharder sein. Dann funktioniert das nicht. Und ja, im Hintergrund ist das auf jeden Fall ganz geil, dieses Gameplay zu anzuschauen. Und man sieht hier auch im Hintergrund eigentlich, die ASM hat eine relativ geile Range, muss man dazu sagen. Und hier dachte ich mir so, ach, den holst du noch easy und dann ist das Spiel wieder vorbei, jedenfalls die erste Hälfte. Und naja, egal, das dazu, völlig egal, habe ich auf jeden Fall weitergemacht. Und hier eine kuriose Szene gleich, da ich mir so, letzte Mal da schon gesprochen, jetzt nicht mal und zack, habe ich ihn zum Glück weggeholt. Schöner System-Mac mit der doppelten Verlängerung und der Exo-Deaktivierung erstmal rausgehauen. Und im Hintergrund seht ihr 3, 2, 1, Pesha, Alter, holt deine DNA vor mir, dieser Hurensohn. Wer auch immer es war,
Ist mir völlig egal. Juckt mich auf jeden Fall nicht. Und hier auf jeden Fall geil. Zweimal an der gleichen Stelle spawnt die kleine Missgeburt. Aber das ist auch egal. Jugendfreie Sprache wieder am Start, meine Freunde. Ist mir auf jeden Fall völlig latte. Kann mir auf jeden Fall mal gar nicht abgehen. Denn ich habe heute eine mega gute Laune, meine Freunde. Es geht auf jeden Fall richtig steil nach oben. Es freut mich auf jeden Fall, wenn ihr ein Abo da lasst. Ich sag's, ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bin auf jeden Fall von mir überzeugt. Nein, sei es drum. Gut genug der Eigenlob-Scheiße hier. Habt ihr auch gerade einen Bomber gesehen? Alter, wenn der mich gefickt hätte, ne? Alter, querausgerüstet. Und hier auch schön Double Kill geholt und dann Exo Boost Jump und hier die Aim des Jahrtausends und an der scheiß Tür hingelegen und jetzt hier, bam, schön in die Fresse gegeben. Nackenschelle kassiert, Digga. Ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, die 25er Abschluss. Jetzt zählen wir mal. 26 müsste eigentlich jetzt gleich kommen. Ja, genau, 26. Oder bin ich da auf dem Holzweg? Zählt auf jeden Fall mal mit. 25, 26 waren das auf jeden Fall. Kann auch sein, dass ich mich völlig verzählt habe. Auf jeden Fall war der Killfeed da an der Seite völlig abgefuckt. Jedenfalls habe ich das so gezählt ab dem Zeitpunkt. Da habe ich schon gesagt, Alter, jetzt 26, kurz, das war 27. Oh, den holst du denn. Komm, die zwei holst du dir da auch noch. Und dann, bam, da war die DNA. Bäm, da war sie einfach mal. Eiskalt, meine Freunde, eiskalt. Ja, das, was ihr gewinnen könnt, ist ein Amazon-Gutschein in Höhe von 10 Euro. Dazu müsst ihr eigentlich nur mir die private Nachricht schreiben, das abonnieren, liken, teilen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein.